Ich denke, ich kann für alle reden, wenn ich sage, dass dieses Jahr gute Dinge passiert sind und aber auch schlechte Dinge passiert sind. Bei mir ist es ebenfalls so und ich habe dieses Jahr auch Dinge gemacht, die ich nächstes Jahr anders machen möchte, vor allem auch Gewohnheiten, die ich hatte und die ich versucht habe zu brechen und anders zu machen, was mir aber auch nicht einfach gefallen ist. Und heute möchte ich einige Dinge mit euch teilen, die ich versuche nicht mehr zu machen, weil sie überhaupt nicht effizient sind, weil sie nicht gesund sind oder einfach, weil ich persönlich finde, dass sie nicht zu einem erfolgreichen Leben beitragen. Viel Spaß im heutigen Video und vergesse nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr solcher Videos. Die erste Sache, die sehr blöd ist, ist Dinge zu vergessen. Das ist klar. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich die Dinge entweder in meinem Kopf haben muss oder aufgeschrieben haben muss. Aber dazwischen ist schwierig. Und deswegen habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, wirklich alles aufzuschreiben. Das mache ich aber nicht auf solchen Karten hier, weil die habe ich, to be honest, nicht immer dabei, sondern einfach auf meinem Handy in der Erinnerung-App oder in der Notizen-App. Dinge zu vergessen ist in mehreren Hinsichten nicht so gut. Sei es vielleicht, dass du wichtige Dinge, die deine Freunde angehen, vergisst und dass sich dann so anfühlt, würdest du sie nicht wertschätzen. Oder auch wichtige Termine, die du einfach wahrnehmen musst oder Deadlines, die für dich auch im akademischen Kontext einfach relevant sind. Und deswegen wirklich schreib die Dinge sofort auf, damit du sie nicht vergisst. Ich stelle mir ab und zu auch einfach einen Wecker, dass ich wirklich daran aktiv erinnert werde und der Wecker klingelt und ich aktiv ihn ausschalten muss. Aber auch einfach aufschreiben hilft extrem. Was auch nicht gut ist, ist kein Feedback anzunehmen. Ich fühle mich auch sehr schnell im Ego angekratzt und möchte Dinge immer richtig machen. Das ist, glaube ich, auch einfach ein großer Teil meiner Persönlichkeit. Aber ich versuche es nicht mehr so einen großen Teil meiner Personality zu machen. Aber wenn ich auch immer sage, ich bin einfach ein Mensch, der kann das nicht, dann würde es auch so bleiben, weil es immer eine Identität ist. Aber ich versuche mich davon ein bisschen zu lösen, von diesem Glaubenssatz. Und mehr Kritik auf jeden Fall annehmen zu können. Ich glaube, dass ich Kritik gut annehmen kann, aber ich fühle mich dabei leider auch immer sehr persönlich angegriffen. Und das versuche ich auf jeden Fall mehr in den Griff zu bekommen. Denn Feedback zu bekommen, das anzunehmen und umzusetzen, ist ganz essentiell für alle Bereiche unseres Lebens eigentlich. Klar, man muss unterscheiden zwischen Hate oder nicht konstruktiver Kritik und gutem Feedback. Und es ist ganz klar, dass man einfach nur dumme Kommentare und Hate keine Beachtung schenken sollte. Aber anreichbare Kritik ist wirklich wichtig. Die nächste Sache ist Multitasking. Ich liebe Effizienz und ich liebe Produktivität. Das heißt also, viele Dinge in kurzer Zeit schaffen, seine Zeit wirklich zu nutzen und nicht viel Zeit zu verschwenden. Und da liegt es irgendwie meiner Natur, zu multitasken und zu denken, ich müsste viel gleichzeitig machen. Aber das ist totaler Quatsch. Der Multitasking heißt nicht, Dinge gut gleichzeitig zu machen, sondern das heißt eher eine Sache zu machen und nicht dabei abzulenken. Denn wir können uns nicht auf mehrere Aufgaben gleichzeitig gut konzentrieren, dass wir alle erfolgreich abschließen und so erledigen, wie wir es eigentlich machen wollen. Deswegen Multitasking sehr schlecht und wir kommen auch schon zum nächsten Punkt, der dir sagen wird, was du stattdessen machen sollst. Und zwar ist das Deep Work statt Shallow Work. Also eine tiefe Arbeit statt so einer oberflächlichen Arbeit. Dafür gibt es auch ein tolles gleichnamiges Buch, Deep Work, wo nochmal genau erklärt wird, was das eigentlich ist, wie man in diesen Flow-State reinkommt und warum dich diese Art von Arbeit viel weiter bringt als nur so eine oberflächliche, kurze Arbeit. Ich merke immer wieder, dass wenn ich wirklich richtige Lernsessions habe, mich darauf vorbereite und mir sage, okay, ich werde jetzt 2 Stunden lang was für die Schule machen, es viel besser ist, als wenn ich das den ganzen Tag aufschiebe irgendwie und dann mal hier 10 Minuten mal da, 20 Minuten irgendwas mache, mich dabei aber immer ablenke. Es ist überhaupt nicht konstruktiv, weil es weder dir hilft, Dinge besser aufzunehmen, noch dich besser fühlen lässt und noch irgendwie Zeit spart. Also es ist eigentlich in allen Hinsichten nicht gut. Ich merke gerade, ich habe sehr koreanisch gezählt. Im Deutschen zählt man eigentlich immer so und im Koreanisch macht man immer so. Was ich auch in 2022 lassen möchte, ist der unbewusste Social-Media-Konsum. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir irgendwie alleine was essen, dass wir nebenbei mein YouTube-Video anmachen. Vielleicht gucken das einige sogar hier gerade beim Essen. Aber das möchte ich sehr gerne aufgeben und nicht machen, weil ich Achtsamkeit total wichtig finde und mich auch nicht immer irgendwie ablenken möchte. Und auch mal Zeit und vor allem Raum für meine Gedanken haben will. Ich kann eigentlich gar nicht so viel Input aufnehmen und brauche auch mal ein bisschen Platz, um meine Gedanken rauszulassen und um mein Gehirn das alles verarbeiten zu lassen. Wir kriegen nämlich so viele Eindrücke auf Social Media, gerade wenn wir auf TikTok oder Insta sind, wo Dinge total schnelllebig sind, wir 20 Insta-Stories innerhalb von 2 Minuten gucken können, theoretisch. Ich merke jetzt, wie ich einfach unruhig werde und es mir nicht so gut geht dabei. Deswegen folgt gerne Leuten, die euch nicht so viel gute Vibes mitgeben,
guckt generell, wann guckt ihr was? Wollt ihr vielleicht Regeln etablieren von wegen nicht während des Essens etwas gucken oder vielleicht nur am Wochenende auf TikTok sein oder sowas in der Art. Der nächste Punkt ist nicht etwas für alle, aber wenn du produktiver sein möchtest und deine Zeit besser nutzen möchtest, dann empfehle ich es dir nicht in den Tag einfach so reinzuleben, sondern eher eine To-Do-Liste zu haben und einen Plan zu haben von dem Tag. Es gibt verschiedene Arten von To-Do-Listen, ich habe euch auch schon mal einige vorgestellt. Man kann einfach einen ganz normalen Braindump machen, alle Dinge aufschreiben, die man irgendwie machen möchte, hat man ziemlich viel. Es gibt auch verschiedene Methoden, wie zum Beispiel Eat the Frog. Das heißt, man macht die schwerste Aufgabe, die blödeste, den Frosch, den macht man zuerst. Ich hatte auch mal eine Not-To-Do-Liste, also eine Liste mit Dingen, die ich nicht machen möchte an dem Tag. Was ich aber wirklich am liebsten mache, ist das Time-Blocking. Also ich blockiere mir wirklich Zeiten in meinem Kalender aktiv raus und mache in meinem Kalender einfach so einen Time-Block hin, dass ich genau weiß, wann ich was mache. Und was ich selbst sehr gut nachvollziehen kann, was aber nicht gut ist, ist so besessen von Produktivität und von Listen zum Beispiel zu sein, aber gar nicht aktiv zu handeln, sondern alles nur so oberflächlich wieder zu machen und diesen Druck zu verspüren. Und das kenne ich ziemlich gut. Ich habe das auch gerade mit Notion erlebt. Vielleicht kennt ihr Notion, bestimmt kennt ihr Notion. Wo es einfach so eine große Komplexität an Tools gibt, was man alles benutzen kann. Aber dadurch wird es einfach so viel. Man verliert den Blick auf das Wesentliche. Denn seien wir mal ehrlich, man braucht nicht diese 1000 Features. Es reicht, wenn du eine Liste hast mit deinen ganzen To-Dos und dann von da anfängst und dich vielleicht von da weiterentwickelst. Aber wir brauchen eine Grundbasis. Und es hilft nicht, ganz viel Wissen zu haben über super viele Methoden, Strategien, aber dann davon nichts anzuwenden. Deswegen ist es besser, wenn ihr ein simples System habt, aber das anwendet, als wenn ihr ein sehr komplexes System habt, aber das nie benutzt. Deswegen ist meine Aufforderung immer, guckt meine Videos und macht davon dann was. Macht am besten aus jedem Video zumindest eine Sache nach, damit ihr auch in die Gewohnheit kommt, Dinge umzusetzen und zu handeln. Falls ihr das Video gefallen hat, könnten dir auf jeden Fall auch diese Videos hier gefallen. Klickt gerne mal drauf. Und ich hoffe sehr, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.